Welcher zukünftige Superschurke glaubt bitte, dass ein Bauchschuss und ein verpanzer Batman aufhalten? Ich liebe den Typen, ne? Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's, Mimo, euer Gunshot. Und wir sind wieder hier bei Batman Arkham Knight. Tja, wir sind immer noch auf der Suche nach Oracle. Und dem Arkham Knight. Ich bin immer noch nicht ganz genesen, deswegen verzeiht mir das ein Näseln. Soll hoffentlich jetzt langsam mal besser werden. Ich habe nämlich da auch keinen Bock mehr drauf. Wir machen uns ja das mal auf dem Weg zu unserem tollen Betsy-Symbol da hinten. Ich habe jetzt mal mein Fahrzeug einfach stehen lassen. Ich denke, das brauche ich jetzt gerade nicht. Hoffe ich. Aber ich habe sonst die Fernsteuerung nicht mehr. Das ist der Riddler. Du kriegst schon wieder Angst, dass wir ihn vergessen haben. Keine Angst, dem ist nicht so, aber ich möchte doch gerade erstmal kurz so Arkham Knight ein Stückchen näher auf die Schliche kommen. Ich kann mich hier manchmal nicht nach oben hin hochhangeln, seilen, wie auch immer man das nennen möchte. Hallo? So. Boom. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Wayne Enterprises. Wenn ich das richtig sehe. Noch eine Höhe? Ah, hier. Irgendwas ist hier. Hier muss ich bestimmt noch gegen all diese Panzer hat der Wagen der Fledermaus keine Chance. Da unten muss ich. Das ist doch doof jetzt. Ich bin doch jetzt gerade hier oben. Ach, da. Sag ich ja. Wayne Enterprises. Super, Scarecrow. Nee, Industries. Was finden diese Leute nur in Ansprachen? Wenn ich jemanden ausraube, kläre ich dir auch nicht über die Technik des Stehens auf. Jawohl. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie auftauchen, Mr. Wayne. Ich schätze, Sie waren für den Vordereingang nicht passend gekleidet. Ist die Entschlüsselung abgeschlossen? Vollständig entschlüsselt. Ich habe den neuesten Funkverkehr der Milizen und die entsprechenden Koordinaten auf Ihrem Rechner hinterlegt. Danke, Lucius. Ich kann das Netzwerk nach Arkham Knights Stimmmuster durchsuchen und den Standort seiner letzten Übertragung bestimmen. Da hinten steht doch schon wieder der doofe Joker rum. Naja, den kümmern wir uns gleich später drum. Gleich später drum. Ja. Warum ein bisschen Windows 10er machen hier? Identität bestätigt. Das sieht aber anders aus. Guten Abend, Mr. Wayne. Lade Wellenform zur Analyse hoch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Scanne Funk nach Stimmmuster Übereinstimmung. Position bestätigt. Ich hab's. Der Knight sendet aus dem Miyagani-Tunnel-Netzwerk. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Wayne. Da Sie gerade hier sind, wir haben an weiteren Verbesserungen Ihres Wagens gearbeitet. Sagen Sie mir, worauf wir uns konzentrieren sollen. Waffengenerator MK3. CPU-Virus. Ich bin ja mehr der Typ fürs Grobe, ne? Ein Upgrade des Waffengenerators lässt sie die Sekundärwaffen des Batmobils überladen. Schlagkräftige Argumente, Sir. Sehr gute Wahl. Ich kümmere mich gleich darum. Falls Sie noch etwas brauchen, ich bin die ganze Nacht hier. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich die Stadt nicht verlassen. Gut, dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Also, wenn ich unbedingt hätte wissen wollen, wer du bist, hätte ich dir schon vor ein paar Jahren deine Maske vom Gesicht gerissen. War mir immer klar, dass die Wahrheit enttäuschend sein würde. Aber ich muss zugeben, sich als Gothams langweiligster Prominenter zu tarnen, ist eine geniale Nummer. Die toten Eltern sind nur das Sahnehäubchen.
Gut, dann hast du ja auch wieder genug gequatscht. Ah, guck mal, hier haben wir wieder irgendein Extra. Alles Hightech hier. Und das in diesem bescheuerten... Hui. Statuen. Sie haben die Überraschung verdorben. Ich hatte gehofft, ihn verhüllen zu können, bis er fertig ist. Ein Unterbrecher der nächsten Generation. Noch ein paar Wochen von der Vollendung entfernt, aber ich dachte mir, ein funktionierender Prototyp würde Ihnen gefallen. Später am Abend könnte ich ihn liefern. Danke, Lucius. Ich könnte ihn gut gebrauchen. Ein Unterbrecher? Ich weiß, dass ich mich nicht einmischen sollte, aber Alfred macht sich langsam Sorgen. Wenn Sie über etwas reden wollen, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Alles klar, Lucius. Überhaupt kein Problem. Jetzt will ich mir erstmal eine Flasche Sekt in den Kopf knallen. Brucey. Ist ein Hundenapf. Es ist keine gute Idee, im Bärzoo rauszugehen, wenn Lucius' Assistentin noch da ist. Ach Quatsch. Die vernascht dich doch auch gerne, Mensch. Viel Glück, Mr. Wayne. Sie wissen, wo Sie mich finden. Alles klar, danke. Alfred, ich habe den Arkham Knight bis zu den Tunneln unter Miyagani zurückverfolgt. Gute Nachrichten, Sir, aber ich sehe Hinweise auf eine starke Präsenz von Drohnen in diesem Gebiet. Es wäre Irrsinn, sie ihnen ohne das Batmobil zu stellen. Ist notiert. Soll ich den Südeingang öffnen? Warte noch, bis ich da bin, Alfred. Das soll eine Überraschung werden. Also, nehmen wir jetzt wahrscheinlich schon mal das Batmobil mit. Aber ein bisschen kann ich ja schon mal hingleiten. Ich sag doch, wir sollten uns aufteilen. Was ist, wenn die Fledermaus kommt und uns die Beine bricht? Wir haben gerade die Notaufnahme verwüstet. So. Die Hauptstraße dort unten sieht ziemlich gut aus. Ups. Glaubst du, ich bin so schnell besiegt, dass eine verrostete Fabrik meine einzige Waffe war? Nein, ich brauche hier kurz eine Nebengasse, damit ich kurz mein Batmobil holen kann und dann geht's weiter. Hallo, Betsy. Geht doch. Huiuiui, das ging aber schnell jetzt. Und wieder mit Pauken und Trompeten. Wo kommt? Boah, wenn ich mir alleine angucke, wie viele da schon wieder in der Nähe warten. Gib mir das schon wieder ein bisschen auf den Sack, ne? Sofort Warnbereich sicher. Okay. Noch was? Panzerung hält! Bist du dir sicher? Wohl eher nicht. Alle Drohnen offline! Das soll passieren. Scheiße, ich glaube. Fire Station, dann bin ich ja bestimmt irgendwas mit den Feuerwehren da machen hier gerade. Oh, ich hab einen Brand gelöscht. Firefly. Du hast mich einmal besiegt. Aber das ist lange her. Gotham wird brennen. Ich erschalte dich ein. Ich kann nicht auf dich schießen. Warum? Ich lasse deine Haut knistern und brennen!
Alter, du Spinner. Wem machst du meine Flammen? Ach, die tun mir gar nichts. Das ist nicht das Problem, Junge. Du kleine Feuerfliege. Wie steht der mal lang? Ist dein Kostüm feuerfest? Ja, ist es. Oh, unten lang, war voll klar. Bekämpfe dieses Feuer! Das ist die Rache dafür, dass du mich auf der Wolke zurückgelassen hast, Batman! Wie lange soll ich ihn denn verfolgen? Alter, jetzt langsam geht mir das hier auf den Sack, ne? Achso, der hat gleich keinen Sprit mehr. Firefly. Es scheint, Scarecrow hat jedermann mitgeteilt, dass Gotham heute Nacht wehrlos ist. Er ist gefährlich, Alfred. Such nach weiteren Bränden. Wieder ab ins Batmobil. Damit wir wieder zu unserer Hauptmission kommen. Weg trifft man immer wieder diese Panzer hier, diese kleinen Mini-Tanks. Früher oder später verlierst du. Du hast keine Wahl. Früher oder später. Wenn du das ich manchmal sehe ich die Typen auch nicht, ne? Die sind so gut getarnt mit ihrem Weiß-Rot. Ach du Scheiße, jetzt komm, jetzt geht's richtig. Aufpassen, dass ich andauernd nicht zwischen dieser oder in diese scheiß Schusslinie fahre. Na. Na, oh, sieht da, wie schnell das geht? Hier. Rattler offline. Bestätigt, endliche Treffer, komm. Komm schon, geh da raus, Mann. Boah. Drohne zerstört! Direkter Treffer bei einer Wrecker. So, wo? Einer noch. Hier weg irgendwo. Da. Boah, Alter, die. Das Ding hat drei. Status-Update. Panzer am Eingang ausgeschaltet. Das Ding hatte gerade drei Geschütze auf dem Turm drauf. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Das Batmobil schafft ja so gut wie alles. Außer gegen diese Wand zu preschen und einfach weiterzufahren. Wo sind die anderen? Was habt ihr mit ihnen? Alfred, ich bin am Tunneleingang. Öffne die Tür. Einen Moment, Sir. Ich greife auf das Sicherheitssystem des Gebäudes zu. Ja, hier sieht's ja einladend aus. Alfred.
Alfred. Noch eine Brandschutztür. Öffne sie für mich. Herrje, Sie haben mich aus dem System geworfen. Sie wissen wohl, dass Sie hier sind. Kein Problem, Alfred. Ich finde einen anderen Eingang. Nein, findest du nicht. Wollen wir mal aussteigen? Betty, hier oben geht's nämlich weiter. Oder auch nicht? Klar, da oben. Bräuchte fürs Bettmobil? Ja, dachte ich mir doch. Und Wärms. Jetzt komme ich nämlich auch da oben lang. Genau, super. Irgendwelche Fortschritte mit dem Gegenmittel? Auf dem Weg. Hey, ich habe schon länger nichts von Barbara gehört. Ist sie okay? Ihr geht's gut. Sie arbeitet für mich an einer Sache. Es ist wichtig. Sie ist in Sicherheit, ja? Keine Sorge, Tim. Such einfach nach dem Gegenmittel. Timmy. So, hier kommen wir ja durch. Oh, Bats, wie unerwartet. Ich verstehe aber, warum du es dem alten Jimbo nach seinem hysterischen Anfall nicht gesagt hast. Eine der... Dennoch, wenn du dich auch so um Barbara sorgen würdest wie dein kleiner Lakai, dann wäre sie vielleicht gar nicht erst entführt worden. Das ist ein Arsch, ne? Der gibt mir immer... Liebe steht unter keinem guten Stern. Wie bei uns beiden, Betsy. Und dein Kreuzzug reißt sie auseinander. Er gibt mir auf den Sack, wollte ich sagen. Er hört auch nicht auf zu quatschen. Oder er quatscht ja eigentlich gar nicht. Eigentlich quatscht ich mit mir selbst. Oh. Also nochmal. Barbara wurde entführt und wollen wir ehrlich sein, sie ist wahrscheinlich tot. Du lügst den Wunderknaben darüber an und der gute alte Jim zieht allein los, um den Tag zu retten. Ist wohl nicht der beste Tag deiner Karriere, was? Bedrückt dich etwas? Schon. Lass Robin davonziehen. Du kannst ihn nicht für dein Heilmittel schuften lassen. Zudem, wenn er da draußen stirbt, dann musst du ihm nichts von Barbara erzählen. Win-win. Oh, scheiße, was ist denn mit Barbara? Glaubst du wirklich, er wird deine Jokeritis heilen? Vergiss es. Ich bin chronisch, Brucey. Ich bin immer da. Wir wissen doch, für mich gibt es keine Heilung. Drüben ist ein Knopf. Wie komme ich zu diesem Knopf? Weißt du noch, als es ganz einfach war? Früher, als es nur dich und mich und den ständigen Krieg gegen das Verbrechen gab. Tja, schau dich um, Bats. Dinge ändern sich. Jetzt gibt es nur Krieg. Mit dir mitten im Zentrum. Oh. Ah! Das Kack ging zu zielen. Wo bin ich denn jetzt? Hui. Und. Gesagt. Natürlich gibt es im Krieg Verluste. Ist unvermeidbar. Unabwendbar wie der Tod. Na, nicht ganz. Ich bin ihm ja schon oft von der Schippe gesprungen. Aber so ein Glück hat nicht jeder. Erinnerst du dich an Talia? Natürlich tust du das. So eine Braut vergisst man nicht. Nur eine Kugel und fort waren deine Hoffnungen auf ein Happy End. Du gibst mir die Schuld, aber du irrst dich. Du hast sie vor mein Fadenkreuz gebracht. Klar.
Sie hat sich keinen Gefallen getan, aber du warst es. Weißt du, die Leute vertrauen dir. Sie glauben an dich. Sie folgen dir in deinen Krieg. Und du wirst sie alle umbringen. Titin. So, wie komme ich jetzt da rüber? 9 Seilwerfer. Tschup. Okay, jetzt sagt er nichts mehr. Schön. Wahnsinn, eine Riddler-Trophäe. Da gibt es wieder so Zusatzsachen. Hui, hier unten haben wir doch ein bisschen Spaß. Kein Ziel. Doch, Multi-Angst ausschalten hätte ich Lust. Eine Woche. Ich bin seit einem Monat hier. Ein Monat? Diesem rattenverseuchten Dreckstunnel? Ich habe schon schlimmere Orte gesehen. Ernsthaft? Ich hatte mal einen Undercover-Job in Peña Dura. Oh, warte mal, wegen dem Panzer kann es sein, dass ich jetzt vielleicht doch nicht mit denen quatschen sollte. Mit denen fighten sollte. Ah, da unten ist ein Tor. Ich benutze mal eben kurz den ferngesteuerten Panzer. Solange da Panzer sind, darf die Miliz nicht auf mich aufmerksam werden. Ja, dachte ich mir doch. Aber wie soll ich denn darüber, Betty? Jetzt erklär mir das nochmal ganz fix. Die dürfen nicht auf dich aufmerksam werden. Dann sagst du mir jetzt mal bitte. Achso. Diese Dinger sind teuer. Versau es nicht. Wenn du nicht die Fresse hältst, komm ich da hoch und schlag sie dir ein. Hat der Militärstützpunkt überfallen? Ist der reich? Das Zeug sieht teuer aus. Ah. Um diesen Batman zu erledigen. Ich raff's nicht. Ist doch nur ein Typ. Du warst im Briefing, oder? Nein, hab ich wohl verpasst. Hey, Bats! Siehst du die Kerle? Denken, ihnen gehört Gotham. Was machen wir dagegen? Ein Spinner. Ein kranker Spinner. Hätten wir sie mal kalt gemacht. Wegen ihr... Nein, du gehst nirgendwo hin, alter Mann. Dreifach verwebt, titanbeschichtet, gepanzert, nicht übel. Außer man weiß genau, wohin man schießen muss. Du bist gut, dunkler Ritter. Besser noch, als ich dich in Erinnerung hatte. Dein Tod macht das nur umso befriedigender. Keine Sorge wegen Barbara. Ich kümmere mich besser um sie, als du es hier getan hast. Batman ist im Kontrollraum. Zeigt ihm, was passiert, wenn er sich an meiner Stadt vergreift. Betsy! Aufstehen! An mir kommst du nicht vorbei! Geht doch, steh auf. Nur du und ich! Sorry! Alter. Mensch, kannst du, großer Affe, da mal vielleicht aufhören? Mal deine Finger da behalten, wo sie hingehören, du. Alter, wie viele denn noch? Ich krieg gleich wieder einen Krampf in der Hand.
blinkt irgendwas. Fuck. Ach. Was zum... Warum ist alles so dunkel? Sterben wir? Das tun wir besser nicht, Bruce. Sehr gut, finde ich das aber. Nicht schlecht. Der Joker. Immer wieder witzig. Ich wusste nicht, dass wir hoch hier auf Zeit spielen. So, warum ist ja woanders hin drin, ne? Damit dann der Kumpel nicht gleich wieder reinkommt. Okay, und jetzt alles ein bisschen fixer. Wenn ich das weiß, kann ich das auch machen. Kostet sich das halt nicht so doll aus mit euch. Kiefer. Boah, Alter. Die mit ihren kleinen Zahnstochern da wieder. Und weiter. Hoch mit dir! Weich dir mal aus! Da mischt hier wieder eine komplette Armada aus. Oh, habt ihr es gehört? Bitch Slap. Der hat mir ernsthaft Bitch Slap gegeben gerade. Da kommt wieder eine noch hier. Oh. Spielen. Das ist unser Ding. Der Typ kennt dich nicht sonderlich gut, oder? Denk, du wärst hier eingesperrt. Welcher zukünftige Superschurke glaubt bitte, dass ein Bauchschuss und ein verpanzer Batman aufhalten? Ich liebe den Typ, ne? Ich will... Oh, nee, warte was mal. Ist los, Bats? Ach so. Das Auto vergessen? Ja, ja, ist ja gut. Geht's leider los für euch, ne? Noch was da? Betsy, du darfst übrigens einsteigen, wenn du möchtest. Ja gut, dann gehe ich halt selbst. Oder muss ich jetzt hier erst alles kaputt machen? Ja. Das Gebiet sichern. Das Gebiet sichern. Wenn ich jetzt verkacke, er steigt aber nicht ein. Habe ich was verpasst? Da komme ich nicht durch. Weil da muss er noch aufmachen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ich muss das Gebiet sichern. Ich muss das Gebiet sichern. Hä? Irgendwas verstehe ich jetzt gerade nicht, Leute. Ist das zerstört? Ich glaube, daran liegt es nicht. Irgendwas haut hier gerade nicht hin. Leute, irgendwas haut hier nicht hin. Ich weiß schon wieder nicht weiter. Sag mir doch mal einer, wo lang es geht. Wo lang. Nicht ernsthaft jetzt. Ich musste einfach nur das Ding da frei machen. Ja.
Zeit, Oracle zu retten und den Arkham Knight büßen zu lassen. Das sehe ich auch so. Sie sind also wieder im Wagen, Sir. Ich schnapp mir den Knight. Er ist hier in dem Tunnel. Hoffen wir, dass er Miss Gordon bei sich hat. Wir müssen kurz noch hier den Elektrikerkasten bearbeiten. Glaube ich. Sag ich doch. Danger. Live Voltage. Verdammt, er ist hier. Öffnet die Tür! Öffnet die Tür! Sir, der Wärmescanner des Batmobils zeigt nur einen Körper. Das ist der Fahrer. Kein Zeichen von Miss Gordon. Er weiß, wo sie ist, Alfred. Er kommt nicht davon. Mensch. Was denn jetzt? Warum hast du dich getroffen, Junge? Macht uns Platz. Hättet ihr wohl gerne, oder? Zieh dich aus meiner Linie hier. Wie lange hält denn das Ding aus? Mit meinem Batman-Atombomben, da kann das doch nicht lange dauern. Steh unter Beschuss! Wissen, wo ich ihn finden kann. Wollt ihr meinen? Und ich erst recht nicht. Wie fühlt sich das an, den falschen Mann zu jagen? Wo ist der Arkham Knight? Ah, du wirst ihn nicht finden. Denkst du, ich wüsste nicht, dass du versuchst, mich zu orgen? Ha, eine Lektion, Batman. Ich weiß, wie du denkst. Also kann ich dich auch schlagen. Wo ist er? Bei Barbara Gordon. Sie gehört jetzt uns. Kannst du dir vorstellen, was der Knight mit dir anstellen wird? Was machst du da? Nein, das kannst du nicht machen. Sonst noch was ein?
Er nutzt eine Tiefkühlfirma als Tarnung. Die Laster verteilen Waffen in der ganzen Stadt. Wie heißt sie? North! North Refrigeration! Danke. Bash Slap. Gib mir den Beat. Alfred, kannst du alles über North Refrigeration für mich rausfinden? Natürlich. Dürfte ich fragen, wieso? Der Pinguin liefert Waffen an den Arkham Knight. Und zurzeit ist er unsere heißeste Spur zu Barbara. Ich kümmere mich gleich darum, Sir. Ah, wie ich sehe, versucht Mr. Fox sie zu erreichen. Lucius. Mr. Wayne, die Verbesserung für Ihr Batmobil ist einsatzbereit. Der Batwing ist unterwegs zur Grand Avenue. Jawohl. Sir, ich habe eine Sicherheitslücke entdeckt, mit deren Hilfe der Arkham Knight über Ihren Panzerhandschuh gesendet hat. Ihre Kommunikation ist jetzt sicher verschlüsselt. Soll ich ihn blockieren, um weitere Störungen zu verhindern? Halte den Kanal offen, Alfred. Je mehr er redet, desto mehr erfahre ich über ihn. Wie Sie wünschen. Kann ich da auch mal ein Wörtchen mitreden? Ich möchte nicht die ganze Zeit quatschen hören. Na gut, hat der irgendwo recht, wir brauchen die Informationen. Aber ich höre jetzt gerade schon wieder irgendeine bescheidene Nahbereichsüberwachung. Naja, liebe Freunde, das soll es für diese Folge wieder gewesen sein. War super, dass ihr dabei wart. Hoffe natürlich auch, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Falls nicht, natürlich auch konstruktive Kritik in den Kommentaren äußern. Und ansonsten für alle, die jetzt gerade neu eingeschaltet haben, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten, liebe Freunde, geht's nächstes Mal natürlich weiter mit Batman Arkham Knight. Und bis dahin wünsche ich euch was, euer Gunshot.